sie auf schnelle Beute hofften und vielleicht auf den Glanz des Sieges, wandten sich die Wikinger nun ihren Nachbarn am anderen Ufer des Meeres zu. Das Land der Samurai wurde von einer alten Seefestung beschützt. Die Wikinger hielten diese für spärlich bewacht. Und damit herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge in der For Honor Wikinger Story: Den Strand hinauf. Wir steigen direkt hier ein mit dem Plünderer natürlich wieder, also unserem Hauptcharakter in dieser Episode bei den Wikingern. Napoleons Krieg hatte uns an den Rand der Vernichtung gebracht. Aber dieser Raubzug erinnerte uns daran, wer wir wirklich waren. Wir begannen mit einer Festung an der Küste. Doch sie wussten, dass wir kamen. Dieser Festung wurden 100 Jahre lang nicht bewegt. Wir mussten einfach nur hindurchgehen. Oh, jetzt will ich hier... Ups. Jetzt will ich Samurai-Schädel einschlagen. Für Valhalla! Verpisst euch! Als die Tore sich bewegten, war der Plan hinfällig. Ups. Ich weiß gar nicht mehr, wie der dich spielen gelassen hat hier. Zack. Noch einer. Und du auch noch. Und hier noch einer. Oh, jetzt habe ich hier kein Ausdauer mehr. Aber trotzdem, für den hat es noch gereicht. Boah, wie viele Leute hier sind. Oh, der blockt alles. Scheiß Samurai. Verreck doch. Oh, 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 oh. Nein! Ah, da war die Heilung nicht bereit. Und irgendwie zu viele Leute um mich rum. Also nochmal. Nochmal von vorn. Diesmal hau ich aber auf jeden Fall alles um. Mit dir angefangen, mein Freund. Als die Tore sich bewegten, war der Plan hinfällig. Erreiche den Fuß der Mauer. Oh, lass mich. Die gehen ganz schön ab hier. Scheiße. Erstmal heilen. Ist gar nicht so einfach, ja.
Jetzt komm. Jetzt kriegst du eine, ja. So, mein Freund. Jawohl. Du hast auch Bock, ja? Komm. Kassierst ja noch einer. Zack! Oh. Verreck! Oh, da wird die Valkyrie, die uns hier unterbricht. Neues Missionsziel. Ruf wie die Seilwerfer. Ah, alles muss man selber machen. Ah, ich muss ausweichen. Okay. Oh, scheiße. Ups. Okay, da kommt gar nichts mehr von oben. Ah, doch. Da kommen Leichen runtergefallen. Das ist das Problem. Ja! Was hat mich denn jetzt getroffen? Ich wollte gerade sagen, ich habe es doch noch geschafft. Gerade so. Ich muss das Tor öffnen. So, eure... Oh. Rage. Verbessert irgendwas. Ich konnte das gar nicht so schnell lesen, was das macht. Wir hauen alle ab. So, dann gehe ich erstmal hier hoch, gucken, ob hier oben vielleicht noch was zum Einsammeln ist. Ah, noch mehr Rage. Hallo! Ich muss das Tor öffnen. Execute. Boah, schön in die Eier gehauen. Wollt ihr auch einmal in die Eier gehauen bekommen? Ja, natürlich wollt ihr. Erstmal den Kleinen hier wegschaffen. Er nervt mich nämlich. So, und jetzt? Immer schön reinlunzen. Wo muss ich denn? Hier rüber. Hallo. Oh, das ist der Dicke. Oh, ah. Oh, der hat gesessen. Scheiße. Was du kannst, kann ich auch hier. Zack. Erstmal heilen. Weiter geht's. Execute. Die Fratze. Oh, da gibt's was zu gucken. Die Kriegsmaschinen der Samurai sehen unsere aus wie Spielzeug. Sie haben im Exil viel gelernt, von vielen Völkern. Hätten sie es nicht getan, wären sie keine solche Bedrohung. Hier runter muss ich. Oh, schon der Nächste. So nett, mein Freund. In den Magen und dann einmal ins Gesicht. So kämpfen Wikinger. Ich muss das Tor öffnen. Hallo, wer bist du denn?
Komm mal hier rüber, die schmeiße ich doch. Nein, ich schmeiße ich nicht da runter. Keine Panik. Könnte ich aber, wenn ich wollte. Aber dann wäre es ja langweilig, gell? Schau dir lieber in die Eier, mein Freund. Zack! Gehen wir noch hier rechts gucken, ob hier nicht noch was zum Einsammeln ist. Bestimmt ist hier noch irgendwo was. Oh. Die Seefestung der Samurai schützte einen der wenigen Orte im Land Myra, an dem eine feindliche Flotte landen konnte. Die Festung war uralt. Ach guck, da ist was. So, was kann man hier einsammeln? Schlachtruf. Verbündete richten mehr Schaden an feindlichen und feindliche Krieger fliehen. Will ich aber nicht. Ich renn lieber mit dem Rage rum. So, dann rennen wir jetzt mal zu unseren Truppen. Die Kette sollte reichen. Schön einen auf Indiana Jones gemacht. Jetzt mussten wir sie nur noch zurücktreiben. Na gut, dann hätte sich vermutlich das Ding doch gelohnt, ne? Ja. Na egal. Oh, hier. Was auch immer das bringt, wahrscheinlich mehr Schaden, ne? Oh. Jawohl. Keine Ausdauer mehr. Hier die. Die müssen sterben. Mal schön hier komplett durchfahren. Yeah! Oh, hier kann man hoch. Hier ist eine Leiter. Gibt's hier was Besonderes? Ich könnte hier einmal von oben runter springen, aber bringt mich nicht wirklich weiter, ne? Die Schlacht war gewonnen. Na, hier gibt's ja noch was. Guck mal. Dem Tod geweiht, enthüllt die Position des Ziels und schwächt dessen Angriff und Verteidigung. Oh, oh, oh. Tja. Fast selber gekillt. Ah, hier gibt es noch ein paar mehr, aber die sind, glaube ich, nicht mehr so bei uns auf dem Plan. Wir gehen lieber hier hoch und metzeln hier noch ein bisschen. Den zum Beispiel. Ich bin gekommen. Oh, hallo. Oh, der kommt aber hier auf mich. Also, ich bin gekommen, um dir in die Eier zu hauen, mein Freund. Einmal mit der Axt zwischen die Beine. Oh, da bin ich aber gerade noch so. Alter. Dreist mal jetzt mit dir. Ah, scheiße, da bin ich an der Wand hängen geblieben. Ah! Weißt du was? Ich hab ja noch hier Enrage-Modus. Oh, shit. Jetzt haut er aber ganz schön rein hier. Zack.
Immer schön reinlunzen. Komm! Zack! Oh, shit. Der ist schnell, der da. So, jetzt aber, mein Freund. Oh, er hat... Oh, scheiße. Jetzt hat er das auch... Da, fuck. Alter. Der geht ganz schön ab. Aber so geht's. Komm! Schön nochmal zwischendurch geheilt und jetzt hau ich dir die Eierbratsch. Dieser Tag erinnerte unser Volk daran, wozu Wikinger in der Lage sind. Den großen Raubzug nannte man es. Und er hatte begonnen.